Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Q&A von mir. Ich dachte, ich mache mal wieder ein Fragen-Antworten-Video, weil ich einfach so viele Fragen mal bekomme. Und genau, ich musste jetzt einmal ausquartieren hier ins Wohnzimmer, weil die Kleine oben in meinem Zimmer schläft. Und genau, ich wünsche jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt mit der ersten Frage los. Ja, eine Frage zu den Stoffwindeln. Welches Waschmittel kannst du von DM empfehlen? Ja, bei DM gibt es, glaube ich, auch das Babysensitiv von der Eigenmarke. Das benutze ich ja von Rossmann auch und das von DM und von Rossmann ist eigentlich fast dasselbe. Also, ja, gerne das Sensitiv-Baby-Waschmittel. Das kannst du dafür super benutzen. Die nächste Frage: Versucht Lia sich schon hinzustellen? Ja, also sie zieht sich immer schon am Tisch hier hoch zum Beispiel oder am Sofa oder an ihrem Laufgitter. Also überall stellt sie sich schon allein hin. Dann die nächste Frage: Willst du irgendwann in deinem Leben mal in eine Stadt ziehen? Nein, also auf gar keinen Fall. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich liebe das Landleben hier bei uns. Es ist einfach ruhig. Man hat in 100 Metern einen Wald, wo man spazieren gehen kann. Und niemals würde ich in eine Stadt ziehen. Das passt einfach gar nicht zu mir. Dann eine ganz bekannte oder beliebte Frage: Wann zieht ihr endlich in euer Zuhause ein? Ja, also wir bauen ja gerade, für alle, die das nicht wissen, und im Moment ist es so, dass wir noch ein bisschen am Bad was tüfteln und ja, wir peilen Ende des Jahres noch an. Dann die nächste Frage: Kannst du dir beim nächsten Mal eine Hausgeburt vorstellen? Auf jeden Fall. Ich habe auch bei Lia darüber nachgedacht. Das Problem ist immer, dass man kaum eine Hebamme findet, die das mitmacht oder die halt dafür geschult ist, das zu machen. Ja, aber so abwegig finde ich das überhaupt gar nicht. Ich finde es total toll, wenn man, ja, wenn man so in seinem Umfeld ist. Aber ganz ehrlich muss ich auch sagen, ich habe es im Krankenhaus auch wirklich sehr genossen. Also wenn es beim nächsten Kind nicht klappt, dann würde ich auf jeden Fall auch wieder in unsere Klinik fahren, wo Lia geboren wurde. Das war einfach so schön. Pläne für 2020. Ich habe wirklich einige Vorsätze. Ja, werde da, glaube ich, entweder ein extra Video zu machen oder euch das mal auf Instagram oder so erzählen. Aber ja, es gibt wirklich einige Vorsätze. Eigentlich habe ich nie Vorsätze so richtig, aber diesmal habe ich wirklich ein paar Vorsätze, die ich auch hoffentlich einhalten kann. Ich bin echt gespannt, wie ich das so schaffe. Aber ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr Vorsätze habt und wenn, dann welche. Ich bin wirklich sehr neugierig. Dann die nächste Frage: Wirst du, wenn ihr umgezogen seid, auch für deine Familie kochen oder hier das Familienhaus putzen? Nein, also dann ist es wirklich so, dass ich meine eigene Wohnung habe, die muss ja auch geputzt werden und ich dann auch nicht mehr für meine Eltern koche oder so. Ich kann mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel zu viel koche, dass ich das dann hier runterbringe zu meinen Eltern und die das dann noch aufessen können, aber so allgemein, nein. Wir sind dann zwei getrennte Haushalte sozusagen. Ja, dann zu Lias Weihnachtsgeschenken. Das ist auch wirklich so eine beliebte Frage. Oh mein Gott, alle fragen mich, was bekommt Lia zu Weihnachten? Was schenkt ihr dir zu Weihnachten? Und ja, ich habe euch das ja im letzten Vlog eigentlich gesagt, wo ich, da habe ich euch ja schon zwei Geschenke erzählt. Und ich habe euch ja das große Geschenk nicht erzählt. Ja, ich hatte es total vergessen. Es kam wirklich an dem Tag noch an. Und es ist eine Toni-Box, genau. Wir haben uns für eine Toni-Box entschieden. Ich wollte das eigentlich so nicht öffentlich machen, weil ich gedacht habe, okay, dann kommen bestimmt wieder Kommentare von wegen, sie ist doch viel zu klein, sie ist erst 9 Monate alt, was will sie denn mit einer Toni-Box? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns für eine Toni-Box entschieden, weil wir den ganzen Tag Kindermusik hören. Also wir haben das immer über Alexa zum Beispiel an. Nicht, dass sie jetzt angeht. Nee, gut, sie ist ruhig. Oder über YouTube, wir hören den ganzen Tag Kindermusik und die Kleine liebt es. Die Kleine tanzt, die Kleine singt mit, ne? Sie brabbelt immer dazu. Das ist so toll. Und da haben wir uns eben für eine Toni-Box entschieden. Wir haben die pinke und wir haben auch einen Kreativ-Toni dazu. Den haben wir auch schon bespielt mit zwei ihrer Lieblingsliedern. Und da sind wir wirklich sehr gespannt, wie sie dann Weihnachten darauf reagiert. Einmal zu den Weihnachtsgeschenken. Also man muss ganz ehrlich als Eltern selber entscheiden, was schenkt man. Bei uns war es ja ziemlich schwierig, weil sie halt eben auch bald Geburtstag hat. Da muss man halt gucken, so, was schenkt man ihr denn zum Geburtstag, was kriegt sie zu Weihnachten. Ja, also sie hätte die Toni-Box spätestens zum Geburtstag bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand das einfach die perfekte Idee. Und ich denke, das ist einfach genau das richtige Geschenk für sie, weil sie einfach, wie gesagt, total gerne Musik hört. Aber ihr als Eltern müsst einfach selber entscheiden, was schenkt ihr eurem Kind, in welchem Alter. Und lasst euch da auf jeden Fall nicht reinreden. Wenn ihr meint, dass es das richtige Geschenk ist, dann ist es das richtige Geschenk. Die Eltern wissen immer am besten. Dann die nächste Frage: Welche Haarfarbe hat Lia?
Ja, Lia hat tatsächlich noch rote Haare. Also die sind so nicht so rot wie Felix' Haare, aber wenn zum Beispiel die Sonne rauf scheint, dann sieht man schon, dass sie einen Rotstich hat, aber auch so ein bisschen blond. Also es ist so ein blond-rot, so ein Gemisch. Wir schauen mal, wo es hingeht. Dann die nächste Frage: Wie groß und schwer ist Lia? Lia wiegt jetzt ungefähr 10 Kilo. Also ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr gewogen. Ich habe sie, glaube ich, vor 1,5 Monaten mal gewogen. Da hat sie 9 Kilo gewogen. Also ich schätze einfach mal so 10 Kilo. Und groß ist sie jetzt 75 Zentimeter. Und falls ihr noch die Größe wissen wollt, wir tragen derzeit 74, 80 so ungefähr. Dann die nächste Frage: Hast du auch Kontakt zu anderen Mamas? Ja, ich habe sehr, sehr viele Mamas auf Instagram, mit denen ich ganz viel schreibe und mich austausche, aber auch so privat einige Mamas, mit denen ich so ein bisschen quatsche und genau, wir haben also jetzt auch vor, in so eine Krabbelgruppe zu gehen, ja, einfach so eine kleine Spielgruppe für Kinder, die noch nicht so richtig, die noch nicht laufen können, damit Lia auch so ein bisschen sozialen Kontakt hat. So, jetzt sind die Hunde gerade gekommen, also wenn es irgendwie ein bisschen lauter sind, es die Hunde und der Nasko ist zum Beispiel hier gerade ein Schweinohr neben mir. Also falls irgendwas knabbert hier, ne, ihr wisst Bescheid. Ja, dann die nächste Frage: Wie oft stillst du noch, seitdem Lia auch isst? Also es ist immer ganz unterschiedlich. Ich zähle das auch persönlich gar nicht mit. Also ich werde total oft gefragt, ja, wie oft stillst du eigentlich noch? Und ist es nicht zu viel dann? Aber also ich zähle das nicht mit. Und also meistens hat sie nach dem Essen immer noch einmal Hunger, also möchte dann nochmal die Brust haben, obwohl sie aber auch was zu trinken bekommt nebenbei. Ja, wie oft stille ich? Ich weiß es nicht. Also ich stille noch relativ oft, finde ich. Aber sie bekommt halt auch morgens, mittags, abends immer noch was zu essen und zwischendurch halt auch immer so ein paar Snacks. Ja, aber ich würde sagen, auf jeden Fall zwischen den Mahlzeiten immer noch mal. Abends zum Einschlafen, mittags zum Einschlafen, morgens direkt nach dem Aufstehen möchte sie meistens noch. Ja, also noch relativ häufig. Die nächste Frage: Hast du Probleme damit, dein Gewicht zu halten oder bist du so mit dir zufrieden? Also bei mir ist es so, ich habe eigentlich schon, also ich habe schon längst alles wieder runter, was ich durch die Schwangerschaft zugenommen habe, sozusagen. Ich wiege jetzt sogar weniger als vor, also weniger als vor der Schwangerschaft, genau. Und es war ein, also es ist noch nie ein Problem bei mir gewesen, mein Gewicht zu halten. Ich halte mein Gewicht immer schon, also eigentlich, also ich habe mein Gewicht noch nie irgendwie nicht gehalten, sage ich mal. Wie sagt man das am besten? Also ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Ich ernähre mich jetzt nicht besonders gesund. Ich ernähre mich nicht vegan. Ich ernähre mich nicht vegetarisch oder so. Und ich bleibe immer so bei 44 Kilo. 44, 44,3, so immer so um den Dreh. Genau, das hatte ich bis jetzt immer und habe da auch noch nie irgendwie Probleme gehabt. Dann die nächste Frage: Fühlst du dich als Mama in manchen Situationen auch mal überfordert? Da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, nicht überfordert, aber es gibt natürlich Momente, wo man sich denkt, boah, jetzt sei doch mal bitte ruhig. Oder warum, was hast du jetzt? Was ist jetzt dein Problem? So solche Momente gibt es, aber so richtig überfordert bin ich nicht, weil ich eigentlich immer weiß, was man wie tun muss, damit sie halt eben nicht weint, zum Beispiel oder so. Dann die nächste Frage: Ab welchem Alter habt ihr in den Sportsitz beim Kinderwagen gewechselt? Das war, glaube ich, so mit dem 6. Monat ungefähr. Genau, ja, ich glaube so ungefähr 6. Monat. Dann die nächste Frage: Wie viele Zähne hat Lia jetzt schon? Lia hat jetzt 5 Zähne. 3 oben und 2 unten. Die nächste Frage: Wie verhütet ihr? Derzeit verhüten wir mit Kondom. Dann die nächste Frage: Zweites Kind, beziehungsweise wollt ihr überhaupt noch mehr Kinder? Ja, also wir wollten auf jeden Fall noch mehr Kinder. Ich habe ja immer gesagt, so 3 ist ganz gut und Felix meinte ja gut, 2 bis 3 ist in Ordnung. Jetzt bin ich so auf dem Stand, ja, es könnten auch 4 werden, je nachdem, wie es dann halt einfach in ein paar Jahren ist, ne? Wie man sich denn fühlt, wie man, vielleicht fühlt man sich nach dem zweiten auch einfach komplett oder so. Bei mir ist jetzt so, der Kinderwunsch ist auf jeden Fall noch da. Kiwi? Nein. Also direkt nach der Geburt war der Kinderwunsch wirklich komplett weg und ich dachte, okay, gut, vielleicht bin ich jetzt mit Lia einfach so komplett, ne? Jetzt ist es so, okay, ich hätte schon gerne ein zweites Kind. Wann das zweite Kind kommt, das möchte ich so gar nicht sagen, weil ich das selber gar nicht weiß. Also
Wir haben für uns einen Zeitpunkt gefunden, wo wir sagen, okay, das würde ganz gut passen. Wir müssen aber schauen, ob es denn wirklich in unsere Lebenssituation passt, wenn es soweit ist. Wie ist Lia drauf? Wie ist unsere allgemeine Situation? Wie läuft es finanziell? Vielleicht wollen wir dann auch gar kein zweites Kind und ich möchte dann auch nicht das jetzt irgendwie sagen und dann warten alle drauf und dann kommen Kommentare wie zum Beispiel, oh, bist du schon schwanger oder bist du nicht schwanger oder warum bist du noch nicht schwanger und ihr wolltet doch ein zweites Kind, warum bist du nicht schwanger und ach, nee, sowas möchte ich nicht und ich möchte mich da auch nicht unter Druck setzen lassen. Und es reicht ja jetzt schon, wenn ich auf Instagram sage, dass mir ein bisschen übel ist, dass Leute dann schon schreiben, oh, du bist schwanger, das hatte ich auch, du bist schwanger, du bist schwanger, du bist schwanger. Mach doch mal einen Test, du bist schwanger. So, also ganz ehrlich, da hat man, habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Und deswegen, lasst euch einfach überraschen, wenn das zweite Kind kommt, dann kommt es. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Nicht so früh wie bei Lia, denke ich. Ich denke, wir warten das schon so ein paar Monate, aber ihr werdet es erfahren. Und ein zweites Kind gibt es, denke ich, auf jeden Fall. Dann die nächste Frage: Welcher Monat mit Lia war bisher der schönste für dich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt war alles total toll mit ihr. Also auch die Anfangszeit, wo man eben so viel gekuschelt hat, ist total toll. Aber jetzt auch, wo sie halt so krass viel lernt. Also ich finde, seit einem Monat lernt sie so schnell und so viel. Das ist einfach so toll, wenn man sie dabei beobachtet und man ihr zum Beispiel was beibringt. Und die kann das paar Minuten später. Das ist so schön. Also ja, eigentlich ist alles toll. Aber jetzt, wo sie so richtig viel lernt, das ist bis jetzt am schönsten. Ja, dann eine ganz beliebte Frage und ich würde sagen, das machen wir auch als letzte Frage, weil sonst wird es hier zu lang. Werden wir Lia irgendwann zeigen? Ich bekomme die Frage täglich, bestimmt an die 10 Mal täglich von verschiedenen Personen und ich werde manchmal auch schon bedroht, wo mir gesagt wird, ey, du zeigst es dein Kind oder ich komme zu dir nach Hause und mach selber Fotos und so. Ja, es ist so, ich habe am Anfang ja gesagt, als ich noch schwanger war, wir zeigen Lia auf jeden Fall, das ist gar kein Problem. Jetzt bin ich so, also nach der Geburt war es direkt so, okay, ich kann das nicht. Ich habe euch ja schon mal ein Video dazu gemacht und gesagt, ich konnte es einfach nach der Geburt nicht. Ich konnte sie nicht zeigen. Es war irgendwas in meinem Kopf, was gesagt hat, nein, das ist nicht richtig. Und ich hatte natürlich auch direkt drauf gehört. Ich weiß sogar noch ganz genau, ich habe euch ja einen Vlog gedreht, direkt im Krankenhaus. Und ich habe sogar eine Szene reingemacht, wo ich sie gezeigt habe. Aber ich habe beim Schneiden direkt gemerkt, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann dieses unglaublich süße, kleine, unschuldige Wesen nicht einfach so im Internet präsentieren. Und ja, seitdem zensieren wir sie ja oder beziehungsweise zeigen sie einfach nicht. Ja. Es wird auf jeden Fall so bleiben. Wir haben, also ich habe schon wieder mit Felix drüber gesprochen und gesagt, ja, was hältst du denn davon? Weil ich auch einfach möchte, dass er oder dass wir einfach komplett der gleichen Meinung sind. Und habe gesagt, hier, was sagst du dazu? Bist du immer noch der Meinung? Oder möchtest du sie vielleicht zeigen oder so? Aber er hat gesagt, er möchte es einfach nicht. Er findet es so richtig. Und ich denke, deswegen bleiben wir auch erstmal so. Wenn sich das irgendwann ändert, dann werdet ihr es erfahren, weil dann seht ihr sie einfach. Es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass sie hässlich ist. Lia ist das süßeste Kind, was ich bis jetzt gesehen habe, und das sagen uns total viele, weil sie einfach, ja, sie ist einfach wunderschön. Also gut, das sagt jede Mama, glaube ich, zu ihrem Kind, aber sie ist wirklich einfach so schön und überall bekommen wir nur Lob für sie. Also sie ist wirklich total toll. Daran liegt es auf gar keinen Fall. Ich meine, wer zensiert sein Kind nur, weil es hässlich ist? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, es geht wirklich dann nur um den Schutzfaktor. Wir möchten sie gern schützen. Weil ich einfach auch Nachrichten bekomme, da kann man sich nur in den Kopf fassen und es geht gar nicht, wenn man weiß, was im Internet alles los ist und da so rumgeht. Ja, und deswegen zeigen wir sie erstmal nicht. Wenn das sich irgendwann ändert, wie gesagt, werdet ihr das erfahren. Ich denke, das zweite Kind werdet ihr auch nicht sehen, aber vielleicht ist es dann auch so, dass ich die Kinder zeige. Ich weiß es nicht. Mein Gott, Leute, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Es ist einfach so. Ja, ich wünsche euch einfach einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat dieses Q&A gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und vor allem schöne Festtage. Bei uns ist morgen Heiligabend. Mal gucken, wann ich das Video geschnitten bekomme. Und sonst einen guten Rutsch ins neue Jahr.